Ja. Hey ho zusammen und herzlich willkommen zu einem, ja, neuen Projekt, mehr oder weniger. Es handelt sich um das Spiel Abzu, beziehungsweise Abzu. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich es aussprechen soll. Abzu klingt für mich ein kleines bisschen besser. Aber, ja, das ist ein sehr interessantes Spiel, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht genau, warum, wenn ich ehrlich bin. Aber es wurde mir von meinem Freund gezeigt und ich habe nicht viel davon gesehen. Tatsächlich nur so ein Teil vom Anfang, beziehungsweise vielleicht ein Minütchen vom Gameplay in der Mitte. Und soweit ich weiß, hat das Spiel keine richtige Story. Es ist wirklich ein Indie-Game, das, ich weiß gar nicht, ob es jetzt in der Alpha, Beta oder was auch immer für eine Phase ist. Ja gut, auf jeden Fall... Es ist so eine Art Adventure-Game, Explorer-Game, wie auch immer. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es wird und ich fange mit euch gemeinsam jetzt ein neues Spiel an. Zugeben, dass solche Tiefen für mich immer ziemlich unheimlich waren. Je tiefer es runtergeht, desto desto schwieriger wird es für mich. Oh Gott. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe gerade dezent Schiss. Aber da wird jetzt nichts auf mich zugesprungen kommen, oder? Oh. Meine Güte, das war etwas seltsam. Okay, das sind dann wohl wir. Da hinten sieht es aus, als wäre da Land, aber ich glaube, da komme ich nicht hin. Zum Tauchen drücken? Ach, hier oben drücken. Ah, interessant. Und jetzt kann ich... Ja, genau. Ich spiele das Ganze mit dem Controller, weil das auch auf Controller ausgelegt ist. Das wird einem auch gesagt, wenn man das Spiel kauft bzw. installiert, dass das auf die Controllersteuerung ausgesetzt ist. Oh, Fische. Ganz viele Fische. Und wir sind offenbar nicht menschlich, wenn ich mir das so anschaue. Naja. Man darf gespannt sein, was hier so auf uns zukommt. Es ist auf jeden Fall ein unfassbar schönes Spiel. So ein bisschen auch wieder im Style von Ori. Aber das ist tatsächlich von den Machern von Journey. Journey ist auch so ein ähnliches Spiel, auch mit mehr oder eigentlich weniger Story, sondern eher so eine Art Erforschen und so. Fisch, hallo Fisch. Zum Reiten. Oh, cool. Ich kann die Fische reiten. Yeah. Und jetzt muss ich den Fisch schwimmen. Ich kann den steuern. Das ist cool. Oh. Lass ich dich mal wieder los, mein Freund. Oh mein Gott, ist das cool. Oh, ja, ich könnte mich auch mal ein bisschen umschauen hier. Das sieht wirklich mega cool aus. Kann ich die Kamera? Ah, ich kann die Kamera auch steuern. Wow. Also dieses Wow werdet ihr von mir noch öfter hören. Nein! Nein, 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 nein. Ich wollte da hoch. Das war schon richtig. Dieses Wow werdet ihr von mir noch öfter hören, weil dieses Spiel auch einfach
dazu einlädt, dass man es unfassbar bewundert. Ich finde die Steuerung tatsächlich noch ein kleines bisschen schwierig, wenn ich ehrlich bin. Aber es ist tatsächlich echt wunderschön. Ich schaue mich jetzt einfach mal so ein bisschen hier um, würde ich sagen. Auch wenn man jetzt nicht allzu viel sehen kann. Huch! Wegen diesen ganzen Ranken, die hier überall sind. Aber ich denke, ich schwimme einfach mal auf diese Lichtpunkte hier zu. Oh, da ist was. Da unten ist was. Was ist das? Was bist du? Huch! Zum Interagieren X gedrückt halten, okay. Oh! Huch, ich werde gescannt. Hey, der ist süß. Was bist du? Ich habe einen kleinen Freund gefunden. Folgt er mir jetzt? Wie cool, der folgt mir. Mein kleiner Schwabbel. Gibt's noch mehr von denen? Ich glaube, ich habe das bei meinem Freund gesehen, dass es noch mehr von denen gibt. Ich glaube, der hatte drei Stück da um sich rumschweben. Das ein oder andere habe ich mir natürlich, indem ich da zugeschaut habe, schon selber gespoilert. Ich finde das cool, hier durchzuschwimmen. Das macht Spaß. Aber wie ihr schon merkt, ist das Ganze jetzt nicht unbedingt actiongeladen. Also, es ist eher sowas... Oh, da ist noch einer. Hallo! Hallo, mein Freund. Ich befreie dich. Ich mache ihn wieder ganz. Uff. Heißt das, ich finde bei diesen Lichtpunkten jetzt immer so kleine Viecher? Folgen mir jetzt beide? Jetzt müssen mir eigentlich beide folgen, oder? Ja. Hihi. Fischwärme! Was ist das? Oh! Hui! Backbutton to meditate. Backbutton? Back? Back steht hier. Huch! Oh! Errungenschaft, Nahrungskette. Linker Stick zum Wechseln. Oh mein Gott, der frisst die ganzen Fische auf. Manno. Ach, jetzt kann ich mir die Fische hier anschauen, ne? Ein Schwarzmeerbarsch. Und was warst du für eine? Ein Judenfisch. Was ist so? Was zum Henker ist ein Judenfisch? Gott, ihr seid mega seltsam. Okay, ich kann offensichtlich nur diese zwei Fischarten hier. Nee. Männlicher kalifornischer Lippfisch. Das ist mega interessant. Weiblicher kalifornischer Lippfisch. Was sind die Grünen? Ich will den Grünen haben. Ich will einfach den Grünen. Da, die Grünen. Zeig mir die Grünen. Eine Sardelle. Das sind Sardellen. Okay. Das finde ich ziemlich interessant. Und wie komme ich jetzt hier wieder raus? Indem ich weiter schwimme. Genau, okay. Ach, da unten ist noch einer. Ich habe jetzt überhaupt nicht auf die Zeit geachtet. Bedeutet, ich mache das jetzt wieder so ein bisschen nach Gefühl, wann ich diese Folge hier beenden muss. Schön finde ich, dass man den Sand auch aufwirbeln kann. Kann ich hier weiter? Interessant. Die helfen mir also auch. Oh, es wird dunkel. Schau mal, ein bisschen Schiss. Eine. Holy shit. Oh Gott. Ist es sinnvoll, da jetzt rauszugehen? Ich habe Angst.
Hätte ich mich an den Hai hängen. Oh, die sind cool. Das sind so Aale, oder? Kann ich mich an die auch dranhängen? Kann ich mich? Ey, nein, falsche Richtung. Ich will so einen Aal reiten. Gib mir den. Oder sind die zu klein zum Reiten? Oh, ich glaube, das geht nicht. Gib mir einen Aal. Nein, scheiße. Okay, schade, das funktioniert nicht. Aber dann gehe ich jetzt einfach mal weiter. Ich will gar nicht so furchtbar schnell schwimmen, weil ich denke, hier gibt es noch so viel zu entdecken. Das ist ja eine Muschel. Nein, 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 geh da rüber. Da rüber, genau. Hier, da. Das da. Huch! Oh, wie cool. Was ist das? Hat es irgendwas gemacht? Mir das irgendwas gebracht? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Vielleicht muss ich ja eine bestimmte Anzahl davon sammeln oder so. Werden wir sehen. Seesterne. Und Krabben. Das ist so cool. Und es ist so wunderschön. Es ist tatsächlich ein sehr kurzes Spiel, habe ich mitbekommen. In den. Oh mein Gott. Oh Gott, was ist das? Oh, es ist so düster. Oh nein. Wieso ist es hier so dunkel? Das mag ich nicht. Es ist ein sehr kurzes Spiel, also 80 Spielminuten nur, so wie ich das verstanden habe. Aber. Oh, das ist unheimlich. Ich will das nicht. Aber dafür sowas Nettes für zwischendurch, finde ich eigentlich. Oh, dieses rote Ding, was wir gesehen haben. Holy shit. Oh mein Gott, ist das geil. Das ist der absolute Wahnsinn. Und diese Musik auch noch dabei. Krass. Okay. Ach so. Ach, ich kann immer noch schwimmen, okay? Oh, es ist so wunderschön. Ich bin wirklich gespannt, worauf das Ganze hier hinausläuft. Wie gesagt, das hat keine wirkliche Story in dem Sinne. Ich habe keine Ahnung, was ich bin. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin und wieso ich hier bin. Und im Prinzip ist das einfach nur, ich erkunde die Gegend und das Spiel leitet mich quasi und zeigt mir durch den Verlauf quasi, wo ich hin muss. Das sind Teufelsrochen, oder? Wie wunderschön! Das ist der absolute Wahnsinn. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber mir fehlen auch so ein bisschen die Worte. Gerade so immer mehr. Oh, es ist so voll. Es gibt so viel zu sehen. Wow. Ich will meditieren. Ich will mir die Fische angucken. Kann ich auf so einem Rochen reiten? Oh, das wäre cool. Warte, ich will auf einem Rochen reiten. Komm schon. Hoffentlich sind die nicht zu schnell für mich. Ja! Ein Teufelsrochen, tatsächlich, unten in der Ecke steht's. Yay! Ich kann den ein bisschen steuern, aber nicht sehr viel. Oh, das ist so cool.
diese Geräusche, die der auch beim Schwimmen macht, ne? Als wenn der riesig groß wäre. Ah, die sind, glaube ich, auch jetzt relativ groß, diese Teufelsrochen. Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Und da unten? Ich dachte, ich bin im Wasser. Wie kann denn hier unten jetzt noch irgendwas sein? Ups. Okay, also ich kann da offensichtlich nicht rein. Dann werde ich immer direkt wieder rausgeschleudert sozusagen. Das sieht so ein bisschen aus, wie wenn man an einem See durch einen See fährt, wo so Trauerweiden daneben stehen und die dann ihre Äste da so in den See rein fallen lassen sozusagen. Okay, ich glaube, ich kann hier nicht meditieren, leider. Gehe ich jetzt einfach mal weiter. Das ist cool. Was zum? Hier sind Quallen. Ach, der hat ein Lichtchen. Ah, meine kleinen Roboter leuchten mir. Cool. Sieht aus wie so Ägypten irgendwie, diese Wandmalereien. Und nü? Da oben geht's weiter. Das ist ziemlich cool. Man wird zwar aus dem meisten, was man hier sieht, nicht wirklich schlau. Aber ich hoffe einfach, dass man das irgendwann noch halbwegs versteht. Also ich bin offensichtlich nicht menschlich, sonst hätte ich das ja gerade nicht machen können mit diesem... was auch immer ich gemacht habe. Mit diesem Ort. Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh nein! Ha, scheiße, habe ich mich jetzt erschrocken. Oh mein Gott! My fucking heart. Oh, der hat meinen Roboter gefressen! Nein! Oh Mann, oh, warum hat er das gemacht? Der hat einfach so meinen Roboter gefressen. Oh Mann, oh. Das finde ich doof. Das ist gemein. Ich mag keine Hai. Oh, oh. Was zum Henker? Oh, ich will gar nicht aufhören. Das ist der Wahnsinn. Ich will überhaupt nicht aufhören mit dem Spiel. Das ist so cool einfach. Auch wenn ich finde, dass die Musik ein Ticken zu laut ist. Aber es ist doch recht entspannend, finde ich. Dieser blöde Hai. Wow. Ich kann gar nichts machen. Doch, jetzt. Es hat so einen leichten Sci-Fi-Charakter, finde ich. Und jetzt? Okay. Nächster Abschnitt. Ich würde sagen, ich beende aber mal den ersten Part an dieser Stelle. Schwimmrichtung gespiegelt. Deshalb ist das so ein Quark. Ich will das aber nicht gespiegelt haben. Ich will das normal. Meditieren. Ah! Oh. Ey, das ist ja interessant. Zurück. Das heißt, es gibt mindestens 4, 8, 12 Orte, an denen ich meditieren könnte. Okay. Na gut, dann bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ja, ich beende den ersten Part dann an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Mir persönlich hat es unfassbar gut gefallen, tatsächlich. Und ich werde jetzt mit Sicherheit auch noch den zweiten Part aufnehmen. Ich bin sehr froh, dieses Spiel gefunden zu haben. Und ja, ich finde es eine ganz nette Abwechslung eigentlich auf jeden Fall. Dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao. Mist. Ich muss das einmal beenden.